Oh. Ja, können wir was wegwerfen? Wir haben so viele grüne Kräuter, ne? Können wir verkaufen? Okay, ein bisschen fixer schießen tut sie ja jetzt schon, wa? Natürlich, man schießt ihn in die Beine, der Kopf fliegt weg, weißt du? Ey, er hat dich angerempelt, also... Ich würde ihn eine reinhauen, wenn ich du wäre. Dass Kopfschüsse hier eigentlich auch so herzlich wenig bringen, weißt du? Selbst dafür geht jetzt unsere Munition hier. Ups. Aus. Unsere Pistolenmuni geht echt aus. Was ist das, Alter? Ist ja ekelhaft. Überhaupt unsere ganze Muni so, weißt du? Wir haben so viel Scheiß im Inventar. Und was jetzt? Nein. Das kommt davon, wenn man mal kurzzeitig die Webcam ausmacht. Dann springt er auf die Tastatur um. Gut, ich werde den Messerkampf jetzt auch ohne... Also ich weiß noch, dass der ziemlich krass ist. Deswegen werde ich ihn ohne Kamera spielen. Jetzt habe ich was im Auge. Scheiße. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler. Okay, episch ist doch ein bisschen anders, aber I'm American. You got her involved just for that? Gut, ne? Da guckst du. Oh. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Whoa. Wer war das? Ada.
bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend. Oh. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Enjoy the fun. Das Gefühl, dass wir den Spaß gar nicht genießen werden. Ich habe auch das Gefühl, dass das noch nicht die letzte Begegnung mit dem guten Krauser war. Jetzt heißt es hier nochmal überall genau umgucken. Zwecks Munition. Aber hier oben gibt es nichts mehr. Was zur Hölle hat Sadler mit S gemeint? Wie es aussieht, wird es dort im Gang auf uns warten, denn die Tür dort ist verschlossen. Nach Laser aus. Können wir da wirklich jetzt einfach so durchrennen? Und schießen können wir sie nicht? Natürlich! Wird aufgeschlossen. Na klar. Zumindest ist die Musik jetzt weg. Gut, wo sind wir jetzt? In diesem komischen Raum jetzt, ne? Genau. Ich möchte, dass es hier jetzt auch. Es geht nehmen, du erhältst Smaragd. Nö. Fragezeichen nur. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Ich will auch so einen riesigen Sessel. So, das letzte Ding, was man den Lux hätte geben können. Elegante Kopfbedeckung, ja. Also ich nehme zumindest, gehe mal zumindest davon aus, dass man das dem Lux hätte geben können oder so. Also, naja. Ich will nicht tiefer, ich will eigentlich raus. Ja,
Naja, die Tatsache, dass da eigentlich hinten ein Händler ist, gehe ich mal davon. Also ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt nichts groß auf uns lauert. Was? Louis Notiz, wir wissen, glaube ich, immer noch nicht, wer Louis ist, ne? Hier verzeichne ich, was ich über die Plagas herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens, wie erwähnt, können die Plagas die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern. Zweitens, sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Drittens, die Plagas sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben. Diese Fähigkeit und ihre Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von den Plagas so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Sadler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiter forschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln? Ich glaube nicht, Louis, wie auch immer du bist. Welcome. Ja. Got some rare things on. Come back anytime. Da ist die Tür. Ups. What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ah. Thank you. What are you buying? What are you buying? Mhm. Können wir uns eh nichts von leisten. Deprimierend. Ja, aber das soll es dann auch für die Aufnahme gewesen sein. Ich muss den ganzen Kladderadatsch jetzt nochmal schneiden, rendern und so weiter und so fort. Das Übliche. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin. Tschüssi.